Hallo Leute, heute ist der 28.11.2020. Also bei Sonja da. Und die Volkshilfe Sonja war auch da. Ich war heute in der Früh duschen und Haare waschen. Sie sehen auch ganz cool aus. Bei Sonja funktioniert das meistens. Wir hatten auch viel Spaß unter der Dusche, weil sie Witze gemacht hat und so. Sonja und ich verstehen uns gut und sie ist einer meiner Lieblinge bei der Volkshilfe. Es gibt nur ein, zwei Leute, die ich nicht so mag. Aber Haare waschen können sie alle irgendwie nicht wirklich gut, außer ein paar. Sonst war heute Nachmittag auch meine Assistentin Sonja da. Wir sind nicht spazieren gegangen, es hatte nur 0 Grad. Wir waren ein paar Mal draußen, ich war mit beim Rauchen und habe aber keine geraucht. Und ja, haben Kaffee getrunken, getratscht, Spaß gehabt, gelacht und alles Mögliche. Sie war bis 17:30 Uhr da, oder eigentlich 33. Wir haben über die nächsten Stunden so geredet, über die Stundenverteilung fürs nächste Jahr. Ich habe vom Land Niederösterreich die nächsten, also von 92 auf 120 Stunden erhöht bekommen. Habe ja Corinna gekündigt und muss mich jetzt so schnell wie möglich um meine neue Assistentin umschauen. Was nicht so einfach ist, weil ich in einem Gebiet wohne, wo nicht so viel Assistenz bekannt ist oder es nicht so viele Assistenzen gibt. Und das ist schwierig. Und es wird auch vom Verein geguckt, von Assistenz 24, ob sie jemanden finden, den sie mir zuweisen können. Und ich werde dann auf jeden Fall ab jetzt einen Monatsprobemonat einführen, weil ich möchte nicht nochmal so mit Claudia und Corinna so schlechte Erfahrungen machen. Obwohl, es sind keine schlechten Erfahrungen, weil sie können ja nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Aber ich kann mit solchen Menschen halt einfach nicht gut umgehen, oder es liegt an mir vielleicht teilweise. Durch meine Depression ist es nicht so einfach, mich an Leute anzupassen und sich an mich anzupassen, ist auch nicht so einfach. Und deswegen mache ich ihnen da gar keinen Vorwurf, weil das hätten sie nicht verdient. Aber es war schon mal einfacher, Assistenz zu finden und die zu mir passt. Und ja, also einen Monat, Probemonat mache ich dann. Und in einem Monat checkt man schon circa, wie ein Mensch ist. Und dann merke ich auch, ob diejenige oder derjenige zu mir passt. Und je nachdem kann ich dann entscheiden, ob ich sie nehme oder nicht. Und vorher möchte ich mich gar nicht festlegen. Aber ja. Sonst habe ich mit Sonja besprochen, ob sie nicht 30 Stunden in der Woche bei mir machen will. Weil 30 Stunden in der Woche wären 120 Stunden im Monat. Das ist aber schwierig, weil sie schon mehr als 30 Stunden macht bei jemandem in der Woche. Und
60 Stunden arbeiten ist halt einiges zu viel und wird auch stressig. Und ich glaube, es wird dir zu viel und das möchte ich nicht, weil ich möchte nicht, dass sie dann im Endeffekt den Beruf aufgibt, wenn es ihr zu viel wird oder ja. Aber mal gucken. Für die ersten Monate wird das sicher gehen, aber in 2, 3 Monaten muss ich mir jemand anderen suchen. Und jetzt ist auch noch Corinna da bis Ende Jänner, also bis Anfang Jänner und Ende Dezember. Und dann muss ich mich halt umgucken, ob ich ihn finde. Sonst geht's mir ganz okay. Ich habe nur massive Kopfschmerzen. Ich weiß nicht warum, ich war ziemlich unterzuckert jetzt und habe extreme Kopfschmerzen. Und werde jetzt noch das Video fertig bearbeiten und dann hochladen und dann schlafen gehen. Die letzten Tage waren auch anstrengend, weil den Black Friday und so. Und am Montag muss ich Christoph anrufen, das habe ich nicht vergessen. Das habe ich mir mit 2 Erinnerungen ins Handy eingespeichert, weil ich das nicht vergessen darf. Und ja, ich muss mich dann noch drüber dran, ihn anzurufen. Aber ja. Sonst gibt's nicht viel Neues. Alles beim Alten. Wir haben jetzt 3000 Corona-Tote in Österreich. Heute, also diese Woche, sind nochmal 130 dazugekommen. Oder von gestern auf heute, 130. Ich habe es nicht so genau gehört im Fernsehen. Ich höre ja immer noch Fernsehen, ich gucke es ja nicht. Aber ich glaube, von gestern auf heute 130 oder so. Entschuldigung um jede Seele, die ich vergessen habe oder überhört habe. Aber das ist schon ganz schön viel. Und das macht mir auch Sorgen. Und bei uns wird jetzt eine Großtestung veranstaltet und da sind sich die Veranstalter noch nicht ganz einig, wie sie das machen. Ohne Software und so. Weil ja nicht jeder Internet hat. Zumindest ältere Leute oft nicht. Aber naja. Das geht mich eigentlich nichts an. Sonst war es das heute von mir. Ich verabschiede mich. Ciao. Macht's gut. Gute Nacht. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.